President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Signore e signori, buonasera. Lamborghini steht für Träume, für Emotionen, wirkt inspirierend. Und deswegen ist auch der Claim des heutigen Abends für uns Moving Perspectives. Das Auto ist der neue Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce. Superveloce heißt superschnell und das Kürzel ist SV. Und nur wenige Lamborghinis haben sich in der Geschichte unserer Firma mit diesem Kürzel schmücken dürfen. Und die wenigen waren für ihre Zeit, für uns die puristische Essenz unserer Marke. Wir haben uns bei diesem Fahrzeug auf drei Dinge konzentriert. Zum einen das Leistungsgewicht. Dieses Fahrzeug hat 50 PS mehr, also wir haben es gesteigert von 700 auf 750 PS. Das Gesamtgewicht von dem Fahrzeug ist um 50 Kilo reduziert worden. Und das haben wir vor allen Dingen dadurch erreicht, dass wir mehr Carbon bei der Karosserie und beim Innenraum eingesetzt haben. Und das hat zu einem oder führt zu einem sensationellen Leistungsgewicht von nur 2 Kilo pro PS. Das zweite Paket, was wir geschnürt haben, ist das der Aerodynamik. Und hier haben wir vor allen Dingen durch eine neue Frontpartie, durch einen Diffusor hier hinten und einen Heckflügel den Abtrieb um 170% gesteigert gegenüber dem Aventador Coupé. Und das dritte Paket ist das Fahrverhalten. Und hier haben wir Pushrod-Radaufhängen mit Radaufhängung mit MagneRide. Und die sorgen für optimales Handling. Und dazu noch Lamborghini Dynamic Steering für optimale Fahrpräzision. Und das kann man auch in ganz wenigen Zahlen ausdrücken, was ich eben gesagt habe, nämlich von 0 auf 100 in nur 2,8 Sekunden, von 100 Stundenkilometern in den Stand in nur 30 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 Stundenkilometern. Das war's von meiner Seite. Wenn Sie mögen, morgen auf dem Messestand zur Lamborghini-Pressekonferenz um 11:50 Uhr. Dankeschön.